Die Nachfrage nach interreligiösem Dialog ist riesig. Diese Erfahrung macht einer der Initiatoren des Berliner House of One, zu Deutsch Haus des Einen, der evangelische Pfarrer Gregor Hoberg. Wie er in einem Interview mit der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte, werde das Haus in Berlin-Mitte diesem Dialog dienen. Dort sollen für rund 43 Millionen Euro eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee unter einem Dach entstehen. Bisher wurden 5,5 Millionen Euro Spenden eingeworben. Hoberg zufolge soll jeder der drei Religionen ihre Gottesdienste in einem eigenen Raum feiern. Wir wollen keinen Glaubensmix, so Hoberg. Wenn man zusammen bete, stehe man zwar nebeneinander, aber bete nacheinander. Gleichwohl ist der Bau umstritten. Kritiker fürchten, dass es zu einer unbiblischen Religionsvermischung kommen könnte. Es gibt keinen Sonderweg zum Heil. Das gilt auch für die Juden. Diese Ansicht ist der Lübecker Altbischof Ulrich Wilkens. In einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA erinnerte der Professor für Neues Testament daran, dass Gott das Volk Israel erwählt und oft errettet habe. Gottes Gnade hätte ihren Höhepunkt im Leiden, dem Tod und der Auferstehung seines Sohnes gehabt. Dennoch lehne bis heute der Großteil der Juden Jesus Christus als Messias ab. Im Brief an die Römer schreibt der Apostel Paulus im Neuen Testament aber unmissverständlich, ganz Israel werde auf dieselbe Weise gerettet wie die Fülle der Heiden. Paulus spricht davon, dass die Errettung nur durch die Bekehrung zu Christus geschieht. Deshalb sei es wichtig, möglichst viele Juden von Jesus zu überzeugen. Der Flüchtlingszustrom stellt Ballungszentren wie Berlin vor große Herausforderungen. Unter dem Leitspruch »Suchet der Stadt Bestes und betet für sie« möchte die Berliner Stadtmission Asylsuchenden helfen. In einem ihrer Aktionsmodelle spricht das christliche Werk Empfehlungen für Migranten bei der Wohnungssuche aus. Das schaffe einen Vertrauensvorschuss bei den Vermietern. Also wenn Vermieter da sind, die sagen, ja, wir würden gerne so ein Modell auch fahren, da gibt es gewisse Sicherheiten, die wir als Träger auch bieten können. Das ist, glaube ich, das größte Hindernis auch für Vermieter, Menschen solche Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Neben Asylsuchenden sind viele Obdachlose, Alleinerziehende, Kinder mit starker Behinderung und Studierende auf der Suche nach Wohnraum. Das Berliner Forum diskutierte über konkrete Möglichkeiten für Menschen mit geringen Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Eigentlich muss Wohnraum für alle geschaffen werden. Indem man Wohnraum für alle schafft, schafft man es, stabile und belastbare Nachbarschaften zu gewährleisten, die dann auch eine Integration von allen Randgruppen ermöglicht. Veranstalter der Konferenz war die Evangelische Kirche in Deutschland und der Evangelische Bundesverband für Immobilienwesen in Wirtschaft und Praxis. Das Berliner Forum möchte vernetzen und setzt sich für sozialen Wohnungsbau ein.